Alter, Personal Best, Mann. 1,23 Meter Monster, hey. Moin zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Fishing. Heute sind wir an einem schönen großen Baggersee. Wir haben ein paar Stunden Zeit nach der Arbeit. Es ist Herbst, das Wetter passt und wir wollen ein paar schöne Hechte rausziehen. Deswegen werden wir heute große Köder fischen. Groß heißt hier mindestens 20 cm, 30 cm und aufwärts. Ja, ihr fragt euch sicher, was ist das denn für ein Halbidiot? Warum hat denn der eine Sonnenbrille auf bei dem Wetter? Das ist keine normale Sonnenbrille, das ist natürlich eine Polbrille. Die nimmt die Spiegelung von der Wasseroberfläche. Das hier ist relativ klares Wasser. Und hin und wieder sehe ich dann doch nochmal den einen oder anderen Nachläufer oder eine Struktur, eine Abbruchkante. Und es ist auf jeden Fall bei jedem Wetter ein großer Vorteil, eine Polbrille aufzuhaben. Ja, ich möchte jetzt mal den Köder wechseln und die Gelegenheit nutze ich gleich mal, um euch meinen Rig vorzustellen. Das Wasser ist relativ klar, deswegen werde ich jetzt ein natürliches Dekor fischen. Es sind immer ziemlich große Lappen, wie man so sagt, die ich hier fische, aber ich möchte schon die kleineren Hechte ausselektieren und wenn, dann soll auch ein richtig großer beißen. Ich habe mich hier jetzt für so ein, ja, was mag das sein, 30 cm Exemplar entschieden. Wie ködere ich das Ganze jetzt an? Ich habe mir hier so ein sogenanntes Shallow Rig selber gebastelt. Vorne habe ich einmal so eine Schraube, die ich in den Gummiköder vorne einschrauben kann. Das mache ich jetzt direkt auch mal. Habe ich so eine Art Haken hier, so einen Spike. Den drücke ich hier vorne einmal nur in den Gummiköder rein. Zack. Und beim zweiten Haken einfach ein bisschen weiter hinten. Und schon ist das Ganze fertig. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ist eine tiefe Kieskuhle. Warum benutze ich hier einen Shallow Rig? Rig benutze ich für alle Gelegenheiten und wenn ich ein bisschen tiefer fischen will, hänge ich einfach noch ein zusätzliches Blei dran und schon geht der Köder auf Tiefe. Was außerdem extrem wichtig ist beim Spinnfischen, ihr müsst die Bremse richtig schön stramm dicht haben. Wenn der Fisch beißt, habt ihr ja auch nur eine Sekunde Zeit, um anzuschlagen und wenn er dann auch noch in die Bremse geht, dann gehen diese fetten Drillinge auch wirklich schwierig ins Maul. Ne? Und ihr habt ja jetzt hier relativ dicke Greifer dran. Da muss auch ein ordentlich satter Anschlag kommen und der Fisch, der muss den direkt im Maul haben. Deswegen auch immer geflochtene Schnur, Bremse dicht, ja, und eine schöne starke Rute mit viel Rückgrat, damit ihr auch einen satten Anschlag setzen könnt. Ja? Ich fische hier 20er Geflecht. Das mache ich, weil ich auch relativ dicke Köder fische. Ja? Wenn der sich mal einer verhakt hat oder so, dann habe ich immer noch eine große Chance, den damit wieder rauszukriegen. Sollte da mal nur ein Ast oder sowas im Wasser liegen. Dann habt ihr gesehen, ich benutze Fluocarbon-Vorfach.
Ich gehe nicht unter 0,90er und bisher habe ich auch nie Probleme damit gehabt. Ich fische das etwa einen Meter lang. Es ist klares Wasser hier und ich bilde mir ein, dass die Fische dadurch weniger scheu sind. Meiner Erfahrung nach mögen große Hechte gerne ganz langsam geführte Köder, also kontinuierlich eingeleierte. Ich schmeiß dafür einfach nur aus. Zack. Lass den Köder ein wenig sinken und leier den ganz langsam und kontinuierlich ein. Keine Schläge, gar nichts. Und diese Köderführung hat mir bisher die größten Hechte gebracht. Ist zwar langweilig, aber funktioniert. Solltet ihr mal ausprobieren. Ja! Ja! Junge, er hat gebissen, Alter. Riesenmaschine, Junge. Boah, Junge, das könnte ein Felsen der Best werden, Alter. Oh nein! Er geht in die Griffe. Oh, f***. Unterm Baum, ey. Oh, ich kann ihn nicht halten, ey. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh, Alter. Nein! Oh. Ich dachte schon, ey. Sorry, ich bin ein bisschen nervös, Leute, aber das ist vermutlich der größte Hecht. Ich will nicht zu viel sagen, den ich hier gefangen habe. Noch ist er ja nicht an Land. Oh, und die Polbrille sei Dank. Ich habe ihn gesehen, wie er nachgelaufen ist und ihn dann nochmal angeworfen. Boah. Oh, und er weiß ganz genau, dass er da in die Büsche muss. Oh. Das Ding da kam rauf. Ja, 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 komm da weg. Komm da weg. Bitte nicht. Nein, Alter, er hat sich da eingedreht. Ich glaube, jetzt weg. Nee, ist noch dran. Ist noch dran. Da ist er frei, er ist frei. Er ist frei, Leute. Oh. Hängt auch nur ganz knapp. Ja! Alter! Ja! Oh.
Alter! Boah! Haken ist schon raus. Boah! Oh. Guckt euch die Mama an! Alter! Damit war nicht zu rechnen, ey. Boah! Das ist ein PB, Alter. Oh. Ganz vorsichtig, alles nasses Gras hier. Oh. Einmal kurz dranhalten und dann geht er gleich wieder rein. Nur um... Junge! Boah, das ist mein personal best. Meter 23. Oh. Willkommen bei Hardcore Fishing. Die Mama darf jetzt ganz schnell wieder rein. War nicht mal 2 Minuten an Land und geht wieder schwimmen. Oh. Oh. Guckt euch den Kopf an. Was für eine Maschine. Der Rücken. So ein schönes Tier, das darf man einfach. So ein schönes Tier darf man einfach nicht entnehmen. Oh. Wir geben mir noch kurz Zeit. War ganz knapp gehakt, perfekt, blutet nicht, gar nichts. Oh. Oh, mir zittern die Knie. Und da will sie weg. Ja! Und hier seht ihr, er hing im Ast fest. Haken aufgebogen. Man muss richtig starkes Gerät haben. Es kann immer mal eine Megamama einsteigen. Alter! Personal Best, Mann! 1,23 Meter Monsterhecht! Boah! Geil! Ich bin völlig gar. Also so ein Angeltag, ja, für die paar Stunden, das erlebt man einfach nicht. Das sind Traummomente. Personal Best. Mein alter Personal Best lag bei 1,15 Meter. Um 8 cm verbessert. Das ist so geil. Ich sag's euch, Leute. Langsam einleiern. Ihr habt selber gesehen, besseres Ergebnis kann man einfach nicht haben. Und so ein Ergebnis kann man auch nicht erwarten. So ein Fisch ist ein absoluter Ausnahmefisch. Ich bin immer noch total sprachlos, weiß gar nicht genau, was ich jetzt noch erzählen soll. Unglaublich. Erwartet sowas nicht, dass das irgendwie jeden Tag passiert. Das passiert auch mir nicht täglich, ganz bestimmt nicht. War ein super erfolgreicher Nachmittag jetzt nochmal. Ihr seht, nur wer am Wasser ist, kann auch Fische fangen. Probiert ruhig mal aus, große Köder dran zu hängen. Leiert die ein, habt Geduld und irgendwann steigt euch auch bestimmt eine richtig schöne Mutti ein. Scheiß Wetter, aber super Fangergebnis. Ich bin immer noch total weg. Hat richtig Spaß gemacht, habt ihr auf dem Video gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video bei Hardcore Fishing. Haut rein!